Ja, gerade wenn man mit der gesunden Ernährung anfängt, ist Backen besonders wichtig. Denn alles, was es da draußen an Broten gibt oder auch Brötchen, die kann man einfach nicht guten Gewissens in eine gesunde Ernährung mit einbauen. Und deswegen ist das Backen einfach unentbehrlich. Ich kann mir aber auch vorstellen, jeder, der mit der gesunden Ernährung anfängt, da erstmal wie in so einem Dschungel steht, nicht weiß, wo bekomme ich jetzt richtig gute Produkte her? Muss ich jetzt Unmengen an Geld ausgeben? Kann ich das alles nur im Internet kaufen? Und am allerbesten wäre es, wenn es ein Laden gibt, in dem es einfach alles gibt. Und ich hoffe, du freust dich über dieses Video, denn ich kann dir sagen, ja, es gibt Läden, in denen du alles, was du fürs Low Carb Backen brauchst, auch dort findest. Außerdem habe ich für euch 5 Tipps mitgebracht, wie ihr es schafft, regelmäßig zu backen und dass es euch auch etwas leichter fällt, sodass ihr in Zukunft auch nur noch gesunde Brote und Brötchen esst. Aber erstmal zu mir. Hi, ich bin Nicole, ich lebe gesund und ich möchte auch, dass du dich vorwiegend gesund ernährst, gerade was den Alltag betrifft. Und deswegen habe ich diesen Kanal hier gegründet. Also wenn das die Themen sind, die dich interessieren, dann kannst du jetzt gerne meinen Kanal abonnieren. Und ich zeige dir hier auch, wie du es schaffst, deine Ernährung auf gesund umzustellen, damit du auch ein wesentlich gesünderes Leben führst. Bevor ich mit euch zum Einkaufen gehe, möchte ich natürlich noch sagen, einfach nur damit es klar hier für euch ist, all das, was ich euch heute zeige, egal ob es die Läden sind, die Produkte, alle Empfehlungen, die ich heute ausspreche, für die werde ich nicht bezahlt. Das habe ich alles von meiner eigenen Tasche gemacht. Und es steht auch keiner hier hinter mir mit einem Messer an meinem Hals und zwingt mich, irgendwelche Aussagen zu treffen. Das mache ich alles freiwillig, weil ich es einfach für gut empfinde und ich der Meinung bin, dass es euch eine Hilfe ist. Und deswegen möchte ich euch das einfach von Herzen empfehlen. Und jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir doch mal in den Laden, in dem wir alles bekommen, was wir zum Low Carb Backen brauchen. Und ja, wer hätte es von euch gedacht, es geht in den DM. Ich hätte genauso gut zum Rossmann gehen können, aber der DM war einfach bei mir um die Ecke. Beim DM gibt es die größte und verschiedenste Auswahl an verschiedenen Samen, Nüssen. Wir haben hier Leinsamen, wir haben hier Kürbiskerne, wir haben Sonnenblumenkerne, Chiasamen, alles Mögliche. Und das ist wirklich das Schöne am DM oder auch am Rossmann, dass es das Ganze auch noch in Bio-Qualität gibt. Darüber hinaus gibt es auch Säfte, zum Beispiel hier den Rote-Bete-Saft, den hatte ich mal in einem Brot drin, aber auch gemahlene Mandeln, Schokotropfen, Backpulver, Backhefe, also alles das, was man zum Backen braucht, findet ihr dort. Hier ist auch noch meine Lieblingserdnussbutter, die kann ich euch wirklich ans Herz legen. Die esse ich super gerne, die ist auch ohne Zusatzstoffe, aber auch verschiedene andere Mandelmus, Cashewmus, Kokosöl, aber auch andere verschiedene Mehle. Ihr bekommt dort wirklich alles und die Auswahl ist riesig. Flohsamenschalen stehen bei den Nahrungsergänzungen. Die Nahrungsergänzungen würde ich euch eher nicht empfehlen, die Flohsamen schon. Und ja, ich habe hier eine kleine Auswahl getroffen und die zeige ich euch jetzt zu Hause. Ich habe euch beim DM eine kleine Auswahl mal mitgebracht. Ihr könnt auch nur ein paar Basics oder Standards kaufen, aber ich zum Beispiel habe darüber hinaus mal was gekauft oder mitgenommen, was ich sonst nicht so häufig mitnehme. Und zwar sind das hier diese Hanfsamen, weil sie einfach unglaublich viel Omega-3-Fettsäuren haben und extrem viele Proteine. Es lohnt sich einfach auch mal, diese mit in die gesunde Ernährung einzubauen und würde sie total gerne mal in ein Brot mit einarbeiten. Und deswegen habe ich sie mitgenommen. Und sonst habe ich euch ja bereits alles erklärt. Mega finde ich, dass es dort auch gemahlene Mandeln gibt, aber auch sowas wie Backpulver und Backhefe. Wie oft renne ich irgendwo rum und suche Weinsteinbackpulver und den haben sie einfach auch dort. Genauso wie Backhefe, die brauche ich auch in dem einen oder anderen Rezept. Und hier kommen jetzt meine Tipps, wie es euch gelingt, häufiger mal ein Brot zu backen. Ich wollte euch nochmal sagen, dass ich hier auf meinem Kanal einige Rezepte habe, die ihr nach eurem Einkauf sofort nachmachen könnt. Dafür braucht ihr aber erstmal einige Low Carb Must-Haves. Das sind Öl, Salz, Eier, Essig und Quark. Die habe ich jetzt nicht explizit aufgelistet. Die solltet ihr aber immer im Kühlschrank haben. Und das sind auch so Produkte, die bekommt ihr in jedem Supermarkt. Und deswegen ist es auch überhaupt nicht schwierig, diese zu besorgen. Die Rezepte, die ihr sofort nachmachen könnt, wären zum Beispiel hier mein Low Carb Brot, aber auch mein Rote Bete Brot, das Fladenbrot, Pfannenbrot, ich habe ein Grillbaguette und auch Burgerbrötchen, was auch super interessant ist jetzt zur Grillsaison. Dann
Kürbiskernbrot und noch mein Low Carb Brot 2.0. Alle Brote sind super schnell und super einfach nachzubacken. Tipp Nummer 1 ist es natürlich, räum deine verfluchten Schränke auf. Wenn das so aussieht wie hier bei mir jetzt, komplett vollgestopft, am besten noch offen, nicht richtig zugemacht, sodass das am besten noch umfällt und die Hälfte rausfällt und du nur noch eine Sauerei in der Küche hast, das braucht wirklich kein Mensch. Und es tut auch den Produkten gut, sie aus dieser Plastikverpackung so schnell wie möglich zu befreien und nicht noch, gerade bei Temperaturunterschieden und sowas, kann da ganz schnell mal das Mikroplastik übergehen, wenn es nicht schon passiert ist. Also Plastikverpackungen sind sowieso nicht so super. Befreit sie einfach so schnell wie es geht aus diesen Verpackungen, dann habt ihr eine Ordnung. Falls ihr euch in 2-3 Wochen nicht mehr daran erinnern könnt, wie die Dinger hier heißen, dann schreibt auch einfach Hanfsamen drauf. Ich habe es euch hier mal hergeholt. Ich habe dafür solche Vorratsgläser, die habe ich auch in verschiedenen Größen, die sind super luftig abgedichtet, haben hier auch so einen Silikonring, können auch gestapelt werden in meinem Schrank, also es ist eigentlich eine super Sache, euch solche Gläser anzuschaffen, sie sehen einheitlich aus, sehen sauber aus und sie sehen einfach gut aus. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das Ganze noch beschriften, wie gesagt, dass ihr auch nicht vergesst, was drin ist, ich kann das meistens erriechen und meistens sehe ich es auch, na gut, riechen tut es auch nicht. Genau, also wenn ihr möchtet, könnt ihr das Ganze beschriften. Das Coole ist bei den Gläsern, ich schreibe euch mal unten auf, wo ich die her habe. Ich bekomme dafür auch keine Provision, aber ich finde die so super. Ich finde, die sollte jeder haben in seiner Küche. Die haben auch ganz oft mal einen Rabattcode oder sowas, also auf ihrer Seite schon. Da könnt ihr vielleicht auch mal den einen oder anderen Cent sparen. Und das Coole ist, die haben auch richtig große Gläser. Wartet, ich hole euch eins. Schaut mal, das hier zum Beispiel, da passt richtig viel rein. Low-Carb-Mehle kommen meistens in Big Packs, gerade wenn ihr sie im Internet bestellt und auch ein bisschen was auf Vorrat haben möchtet. Da braucht ihr so ein riesiges Glas. Und ich würde jetzt als allererstes das Ganze mal in Vorratsgläser umfüllen, damit ich einfach einen viel besseren Überblick habe. Außerdem ist Ordnung das halbe Leben und wenn man erstmal ein bisschen Ordnung in seiner Küche hat, dann macht Backen und auch Kochen richtig viel Spaß und dann habt ihr mehr Motivation dazu, auch mal schnell was Leckeres zu backen. Was auch ein richtig guter Tipp ist und es geht natürlich nur, wenn die Küche groß genug ist, beziehungsweise wenn ihr auch wirklich Platz dazu habt, ist alles an einen Ort zu stellen, was mit Backen zu tun hat. Also alles, was für eure Brote und Brötchen ist, inklusive Backpulver, Hefe, aber auch Öl oder manchmal brauchen wir auch Essig in den Backzutaten. Am besten alles gebündelt an einen Ort stellen. Vielleicht auch zusammen mit dem Mixer, falls ihr ein Handrührgerät habt. Bei meinen Rezepten braucht ihr oftmals aber auch nur einen Schneebesen. Auch den würde ich dazulegen, weil dann habt ihr einfach nicht die Ausrede, dass etwas komplett in der ganzen Küche oder vielleicht auch noch in der ganzen Wohnung verteilt ist, sondern alles an einem Ort ist. Und wenn ihr das Ganze auch nicht so lange suchen müsst, ich zum Beispiel habe eine Küchenmaschine, die ist im letzten Eck da hinten. Ihr könnt mich mal fragen, wie oft ich die benutze. Nicht so häufig und der Grund ist einfach, weil sie im Abstellraum in der letzten Ecke steht. Würde sie ganz vorne hier draußen irgendwo stehen, würde sie mir auch öfter einfallen und dann wäre ich wahrscheinlich auch motivierter, sie öfter zu nutzen. Deswegen alles schön zusammenstellen, dann sucht ihr auch nicht ewig lange. Und habt auch keine Ausrede, dass ihr irgendwas nicht finden könnt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Backtag bestimmt habt, ich mache das ganz unabhängig davon. Meistens esse ich Brot eher am Wochenende oder aber auch, wenn ich jetzt vorhabe zu grillen, dann backe ich Brote oder Baguettes oder Brötchen. Sonst ist es eher eine Ausnahme, ich esse nicht so viel Brot oder Brötchen. Aber es empfiehlt sich auch, einen gewissen Tag dafür zum Backen sich rauszusuchen. Am besten auch einen, wo man nicht so gestresst ist. Obwohl die Rezepte super schnell gehen, braucht man trotzdem hier und da mal eine Stunde, wo man eventuell sich zu Hause aufhält, weil der Backofen ja an ist. Könnt ihr euer Vorhaben dahingehend unterstützen, indem ihr die Sachen, wenn es euer Backtag ist, einfach schon mal rausstellt. Damit ihr auch die ganze Zeit es seht, dass ihr heute noch auf jeden Fall backen müsst und nicht auf die Idee kommt, schnell in den Supermarkt zu rennen und irgendein Brot zu kaufen. Es ist wie mit dem Sport, wenn man morgens gleich seine Sportsachen anzieht, dann macht man auch noch vormittags Sport. Und wenn man das Ganze nicht die ganze Zeit vor Augen hat, dann macht man es meistens nicht. Wenn ihr zum Beispiel wie ich einen Standmixer habt, dann lohnt es sich auf jeden Fall, das schon mal daneben zu stellen. Und dann müsst ihr es nur noch abwiegen, reinschütten und das Ganze miteinander vermengen. Und schon habt ihr frische Brote und Brötchen. Eine gute Planung ist ja grundsätzlich wichtig und deswegen hier auch mein Tipp.
plan deine Rezepte. Meistens kristallisieren sich so 3-4 Rezepte raus, die man eigentlich immer machen kann, die man ständig im Wechsel isst. Zumindest ist es bei mir so. Dann lohnt es sich, das Rezept entweder aufzuschreiben oder auch sich auszudrucken, weil du dann nicht jedes Mal dann im ganzen Haus rumrennst, am Handy suchst, nach den ganzen Rezepten suchst. Und deswegen lohnt es sich, das Ganze einmal wirklich schriftlich zu notieren. Legst dir am besten auch zu deinen Backsachen dazu, dann suchst du es auch nicht überall und genau, hast alles super gebündelt an einem Ort. Was eigentlich logisch ist, aber viele vergessen es dann doch hin und wieder mal auf Vorrat zu kaufen. Wenn etwas leer geht oder es droht leer zu werden, schon mal ein Päckchen im DM oder im Rossmann einfach mitnehmen oder wo auch immer ihr seid, weil dann kann euch das nicht passieren, dass ihr eine Ausrede habt, dass euch irgendwas fehlt. Auch hier gilt es, wie immer, ein bisschen kreativ zu sein. Bei der Kernmischung, zum Beispiel für mein Low-Carb-Brot, das Beste und Saftigste, da könnt ihr immer mal variieren mit verschiedenen Kernen, Nüssen und müsst dann nicht immer den gleichen Standard nehmen. Also wenn euch mal Kürbiskerne fehlen, ist das gar kein Problem. Das hindert euch nicht daran, dieses Brot nicht zu backen. Und hier nochmal eine kleine Zusammenfassung für euch. Als allererstes räumst du deine Schränke auf, sodass keine losen Plastikverpackungen mehr da sind, dass alles übersichtlich in deinem Schrank ist, sodass du immer weißt, was du noch alles da hast. Dann, sofern es dir möglich ist, stellst du alles an einen Platz, sodass du deine Sachen nicht zusammensuchen musst, der Mixer nicht in der letzten Ecke steht und so wird es dir auch leichter fallen, dein Brot regelmäßig zu backen. Bestimme einen Backtag und stell schon mal deine Zutaten raus, sodass du auf jeden Fall an diesem Tag noch backen wirst. Die Rezepte am selben Tag zu planen ist meistens schwierig, also mein Tipp, druck dir ein paar Rezepte aus oder schreib sie dir auf und leg sie am besten zu den Backzutaten dazu, sodass du immer darauf zurückgreifen kannst. Kaufe auf Vorrat, sodass dir auch nie etwas fehlt und falls es doch der Fall sein sollte, dann sei einfach kreativ. Die meisten Rezepte kann man auch einfach mit anderen Kernen, anderen Nüssen ganz leicht ersetzen. Ich hoffe, dass es dich auf jeden Fall jetzt auch zum Backen animiert hat, dass du jetzt vielleicht nochmal drüber nachdenkst, dass das alles gar nicht so schwer ist, dass es vielleicht am Anfang so ein bisschen überfordernd sein kann, aber im Endeffekt gar nicht so schlimm ist und vielleicht wirst du ja jetzt auch zur nächsten Bäckerin oder zum nächsten Bäcker. Schau auf jeden Fall auch auf meiner Brot- und Brötchen-Playlist vorbei. Da findest du ganz, ganz viele Inspirationen, welche Brote oder Brötchen du als nächstes backen kannst und falls du irgendeine Inspiration für mich hast, darfst du es auch gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ja, das waren meine Tipps für heute. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat, dass es euch nützlich war. Über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich auch und am allermeisten freue ich mich natürlich, wenn du meinen Kanal abonnierst und das Video von vorne bis hinten schaust, denn das pusht mich und bringt mich weiter nach vorne und vielleicht kann ich dadurch noch mehr Menschen helfen. Ich backe jetzt mal ein Brot. Ich freue mich auf nächste Woche auf euch und sage schon mal ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.